Hallo ihr Lieben, ich bin's, der Fabrizio. Einige von euch kennen mich wahrscheinlich schon aus der SDS-Staffel 2019. Ich wurde als Diva bezeichnet. Ich war scheinbar frech zu der Jury. Ich wurde auch von den Medien als wahrscheinlich frechster Kandidat seit es der SDS gibt betitelt. Aber ich möchte gerne Feedback dazu geben, und zwar glaubt nicht alles, was euch dort gezeigt wurde. Vor allem an die Leute, die sagen, die SDS ist real, durchlauft mal selber die ganze Tortur und dann werdet ihr mir zustimmen oder recht geben. Jedenfalls bin ich in der Realität gar nicht so, wie ich dort gewesen bin. Und wenn ihr mehr wissen wollt, ich habe beispielsweise auch ein Interview gedreht oder gehabt mit Mazdaq. Er hat es auch online gestellt. Er hat eins mit mir gedreht und hat mich ein paar Fragen gefragt. Falls ihr aber noch Fragen habt, könnt ihr die mir gerne stellen, entweder bei mir auf Instagram oder hier unter meinem Video in den Kommentaren. Ich werde mir natürlich dann die Zeit nehmen und werde für euch die Fragen beantworten. Und ich will mich definitiv nicht ins schlechte Licht rücken, weil ich ja eh schon bin durch den Medien. Ich will einfach nur zeigen, dass ich nicht so bin, wie ich dort bin, ne? Fernseher ist Fernseher und Realität ist anders. Das war's jetzt eigentlich zu mir. Aber ich kann euch noch sagen, ich bin 21 Jahre jung. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Singen kann ich nicht. Wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte rappen. Aber, naja. Man darf halt nicht alles, ne? Nicht alles, was man sich wünscht, wird erfüllt. Wie schon erwähnt, ne? Es haben mich auch beispielsweise die Medien gefragt, ob ich was dazu sage, aber durch die Schweigepflicht, durch den Vertrag, den ich habe, darf ich nichts dazu sagen. Ich kann versuchen, eure Fragen zu umschreiben. Und genau deshalb, stellt mir einfach Fragen, ich bin echt wirklich offen für alles. Eigentlich war es das ja eigentlich jetzt schon. Bloß, ich weiß halt nicht, wie ich da das wieder rauskommen soll. Ich glaube, ich bin ja schon draußen, ne? Jedenfalls danke ich Mazdaq. Ihr könnt ihn auch gern folgen, Leute. Das ist wirklich ein korrekter Mensch, der anfangs auch sehr schlecht von mir dachte, aber ich habe so gefeiert, wer sich lustig gemacht hat über meine Audition. Vor allem, ich feiere es allgemein, die Leute sich lustig machen über meine Audition, weil ich weiß, wie es in der Realität war und ich weiß, dass ich mich nicht drüber aufregen brauche, weil ich sozusagen auf Deutsch gesagt im Recht stehe, wie ich mich dort verhalten habe und gegeben habe. Und deshalb checkt das doch einfach mal ab und ja, stellt Fragen und mein Instagram wird jetzt auch gleich hier drunter verlinkt und dann könnt ihr mir Fragen stellen und dann bin ich gespannt, was da für Fragen kommen. Bis dann, Leute!